Liebe treue YouTube-Fangemeinde, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich liebe Blumenstrauß-Videos und ich liebe auch so schöne Themen. Ich habe diesen komplett unreifen Wein, ja, das sind komplett unreife Weintrauben. Den habe ich gesehen und habe gedacht, da ließe sich doch ein tolles Videothema draus machen. Und deswegen heute Blumenstrauß mit Wein. Ja. Wie ich das mache, das zeige ich natürlich jetzt. Ich habe auch wieder so, ich bin ja immer für Natur, ich habe auch so einen schönen Birkenast gefunden im Hof. Und habe gedacht, auch so ein Birkenast, weil ich brauche ja für so einen Strauß, wenn ich diesen Wein in den Strauß reinbinden will, dann brauche ich ja erstmal eine Basis, eine natürliche. Und dann dachte ich mir, nehmen wir mal einen Birkenast, das ist ja was Schönes. Und jetzt muss ich erstmal den Wein auf diesen Birkenast arrangieren, das heißt, beziehungsweise die zwei Äste, ich habe die jetzt nur mal genommen und drahte die zusammen und meine Idee ist so gestalterisch, dass man in den Strauß so einen Ast, auf dem der Wein arrangiert ist, ja, dass man so einen Ast in den Strauß reinlegt und dann den Strauß mit Hortensie bindet, aber eins nach dem anderen und Draht ist natürlich immer sehr, 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 sehr wichtig, brauchen wir immer. Erstmal habe ich einen Steckdraht genommen, einen 9er Steckdraht, bekommst du alles bei Floristik24. Und jetzt nehme ich einen Myrtendraht, weil den sieht man ja auch dann, einen Myrtendraht auf der Spule. Ich finde so eine schöne Farbe, so ein frisches Grün finde ich ganz toll. Und mit diesem Myrtendraht wickle ich diese Weinrebe auf der Birke fest. Das sind dann natürlich so außergewöhnliche Natursträuße, die wirst du wahrscheinlich selten finden. Und das ist ja auch schön, weil gerade so spezielle Themen möchte ich dir gern. Oh, super, das bleibt schon so liegen. Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr groß wickeln und gar nichts machen. Ich gehe trotzdem einmal kurz drüber, dass das nicht rausfällt. Ja, dass ich diesen schönen Wein fixiere. Gehe ich locker mit dem Myrtendraht um diesen Wein rum und die andere Seite, genau, erstmal. Also ich sehe, es ist immer schön, wenn man die Themen entwickeln kann im Video, ich sehe, es ist ganz gut, zwei Äste zu haben, weil wenn man einen Ast hat, dann macht das immer gleich den Abgang zu einer Seite, was mir jetzt ja auch fast passiert. Und da ich ja so zwei Äste habe, kann ich diese Weinrebe mittig drauflegen. Schön, oder? Ist eigentlich jetzt schon schön. Aber ich habe natürlich auch noch vor, einen Strauß damit zu machen. Und da ich so saisonale Themen liebe, ist mir heute diese Idee gekommen mit dem Wein. Köstlich. Ja, und also wenn ich das jetzt gedrahtet habe, den Wein auf meinem Ast, hat schon ein bisschen Gewicht, ist ganz interessant, dann fixiere ich den Myrtendraht. Oh, Moment, da brauche ich auch eine Drahtschere. Eine von meinen vielen Scheren, so eine Drahtschere. Den Myrtendraht immer seitlich an der Spule fixieren, weil der springt sonst auf. Und wenn er mal aufspringt, dann ist das, dann macht es keinen Spaß, wenn man mit dem arbeiten will, weil der springt dann richtig weg. So, was du als nächstes brauchst, ist einen festen, am besten 15er oder einen relativ dicken Steckdraht. Und ich zeige dir auch gleich, warum. Jetzt brauchen wir natürlich was, mit dem wir diesen Ast oder ja, diesen Ast im Strauß fixieren. Und da nehme ich einen richtig festen Steckdraht. Und es kommt auch ein bisschen Werkzeug ins Spiel, weil den kann ich mit den Händen gar nicht so festmachen, wie ich das gern will. Und eine Kombizange. Ja, also Floristik ist auch Handwerk. Und nicht nur ein paar Blumen, die man so macht, sondern wir brauchen echt Werkzeug. Wir sind auch oft mit der Säge zugange. Und mit dieser Kombizange drehe ich den Draht fest. Und man kann es auch schon erahnen. Das ist natürlich die erste Seite, mit der ich diesen Ast im Strauß festdrahten kann. Ich glaube, ich schneide den unteren Zweig, den schneide ich einfach ab.
Ich glaube, der stört mich beim Straußbinden nur. Sondern wenn nach oben was ist, dann ist es okay, aber nach unten ist das ziemlich doof. So, und mit der Kombizange nimmt man also den Draht, dreht den fest im Strauß. Und also wenn du keinen Ast hast, dann ist es eigentlich auch ungeeignet, weil du brauchst tatsächlich eine gestalterische Hilfe, um diesen Wein im Strauß, dass der sich auch trägt. Ja? Weil ansonsten versinkt der im Strauß oder drückt die Hortensie weg. Das taugt dann nichts, sondern wir brauchen auch ein festes Gerüst. Und diese Straußbasis, die kannst du auch sehen in meinem Video Querstrauß. Da mache ich nochmal den Videolink oben rein, in diese Infocard, weil da ist genau das gleiche Prinzip, dass ich ja auch eine feste Basis bekomme für diesen Strauß. Und das ist auch eigentlich fast wirklich so eine Basis wie beim Querstrauß. Ich fange jetzt an, diesen Strauß zu binden, indem ich einfach ein bisschen Grün anlege. Und ich lege auch eine Rose. Ich nehme eine Rose und lege die hier in der Mitte an. Das ist schön. Das ist eigentlich jetzt schon schön, aber ja, ich möchte eigentlich noch mehr machen. Ja. Ich nehme eine Rose, wir machen eine schöne Bartnelke und kann dann, ich habe zwei Hortensien und mein Plan ist also zu jeder Seite eine Hortensie anzulegen. So, ich stütze die Hortensie auch mit Grün. Man kann das manchmal ein bisschen umdrehen, um das zu stützen, ja, dass die Hortensie schön in dem Strauß sitzt. Wir brauchen immer, Grün ist immer eine schöne Stütze. Ist immer gut. So, dann drehe ich das Ganze mal um. Nehme auch wieder die Bartnelke. Und ich denke, dass die Rosen eine schöne gestalterische Mitte sind. Die können ruhig ein bisschen erhaben sein gegenüber der Hortensie. Das ist dann sehr schön von der Gestaltung her. Und was ich mir auch schön vorstelle, meine Ideen kommen ja immer im Video, ist, wenn so ein schönes Gras, das ist ein Fontänengras. Manche ziehen das im Kasten selber. Ich habe auch die Bezugsquelle für dieses Samen. Da habe ich schon den Link in Videobeschreibungen gepostet, weil manche von euch haben tatsächlich auch dieses schöne Gras schon selber im Kasten, ziehen das auch zu Hause selber im Kasten, was wir auch jedes Jahr eigentlich ganz gern machen und was immer wieder schön ist für die Sträuße und einfach toll und spielerisch aussieht. Ich habe noch eine zweite Hortensie, das heißt, ich kann also schön üppig arbeiten. Und werde jetzt auch noch mit Grün fächern. Ja, Grün ist immer wichtig zum Arrangieren. Und ich habe kürzlich einen Strauß gesehen von jemandem, der kaum Grün hatte. Dem hat auch gestalterisch was gefehlt, weil Grün schafft diese Übergänge. Grün fächert die Blumen und Grün macht das auch gestalterisch, floristisch. Ja, wir sagen immer floristisch. Und Grün macht auch mehr aus dem Strauß. Ja, ich hatte auch kürzlich ein eigenes Video zum Thema Grün gemacht, weil das so wichtig ist. Und ich hatte auch gerade einen Kunden da, der hat gesagt, ach, es ist, viele Läden haben so wenig Grünsorten. Also bei mir ist es nicht so. Ich habe jetzt auch noch hier ein sehr schönes Grün. Das ist eine Olive. Da sind tatsächlich kleine Oliven dran. Und ich finde, das ist gerade so jetzt zu diesen schönen Trauben, ist die Olive. Sehr, sehr schön. Gefällt mir total gut. Aber auch bei mir entstehen tatsächlich die Sträuße und deren Optik, die entstehen wirklich erst, während ich die Sträuße binde. Ich habe nicht immer die genaue Vorstellung davon, wie die am Schluss aussehen. Ich glaube, das können die wenigsten. Jeder Strauß ist ein Unikat. Es ist Handarbeit. Und man muss erst, das muss erst mit dem Binden entsteht das Ganze und dann überlege ich mir auch immer, wie ich das genau machen möchte. Und deswegen könnte ich vor dem Video auch nicht genau sagen, wie der Strauß aussieht. Und man löst ja auch manche Dinge erstmal, man entwickelt Ideen. Und ich freue mich ja auch immer, wenn ich dann für das Video die Ideen entwickeln kann. So, ich wollte gerne noch ein bisschen Oliven in den Strauß machen. Und auch hier muss man immer die passenden Stücke suchen. Ich habe jetzt hier einen sehr schönen Olivenzweig.
aber ich bin immer noch auf der Suche nach super, nach kleinen Stücken. Genau die habe ich gesucht. Das ist jetzt so ein Ast, der ist verzweigt und den kann ich einmal teilen und kann den um den Strauß herum anlegen. So. Noch etwas Olive und dann bin ich eigentlich auch schon happy, wie dieser Strauß aussieht. Jetzt sieht meine Olive versteckt sich vor mir, aber es hilft nichts. Und ich würde bei so einem Strauß, der jetzt mit dieser Olive so fein gearbeitet ist, da werde ich keinen Kirschlorbeer nehmen und auch keine Aralie, weil das der Olive und diesen feinen mediterranen Grün, ja, was ja auch die Trauben sind ja auch so fein, das nimmt definitiv den Charme. Wenn ich da jetzt die Aralie drunter legen würde, das ist Geschmackssache. Ich würde das jetzt mal so lässig, luftig lassen und diesen Strauß, also mit Birkenzweigen, mit Hortensie, mit Olive, mit den Weintrauben und alles mit diesen schönen Drähten wirkungsvoll arrangiert. Genauso finde ich ihn gestalterisch auch am schönsten. Ich habe Efeu verwendet und Pistazie, um die Blüten zu fächern, um das Ganze abzurunden und dieses schöne Fontänengras benutzt. Ich hoffe, dir hat das Video gut gefallen. Ich zeige viele Videos mit schönen Sträußen. Das ist jetzt heute der Hortensienstrauß mit Weintrauben. Ich habe kürzlich ein sehr schönes Video veröffentlicht mit einem Artischockenstrauß, mit blühender Artischocke. Schau rein in meinen Videos. Es gibt also viele, viele Ideen. Und es lohnt sich auch zu abonnieren. Für heute liebe Grüße und viel Freude beim Nachmachen. Tschüss, deine Margit.